sehr, weil das sind wieder konkrete Dinge, auf die man wirklich konkret, ich werde nachher ganz genau auf deine konkreten Punkte antworten. Aber jetzt ist erst einmal Terra ist dran, ne? Ja, super. Also ich will ja auch die wenige Zeit nutzen, die die Karo noch übrig lässt. Ich bin immer noch beim Anbau bei dem Thema. Du hast vorhin, also vorhin wurde irgendwie gesprochen, dass halt bestimmte Dinge dann halt sich wirklich nicht entscheiden ließen. Also ich bin ja immer noch davon recht, dass wir immer noch demokratische Rechtsmöglichkeiten haben, zum Beispiel Petitionen einzureichen. Aber ich glaube, das sind Sachen tatsächlich ähnlich wie es jetzt auch gerade stattfindet, über die Kleingruppen stattfindet. Also zum Beispiel, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, eine Arbeitsgruppe zur Verfassungsänderung und zum, also nach dem Thema oder Paragraph 147 halt irgendwie tatsächlich daran, an einer Verfassungsänderung zu arbeiten und diese zum Beispiel auch eventuell irgendwo öffentlich zu machen, dass halt viele Menschen sich einbringen können, also jetzt schon merken, wie es ist, wenn man sich halt an weiteren Contents beteiligt. Und wenn man dann halt solche Dinge dann entwirft, dann hat später, vielleicht in ein oder zwei Jahren, dann hat tatsächlich auch einfach publik gemacht, und zwar in den Medien und innerhalb Deutschlands. Und man kann große Pressezentren anschreiben, die das vielleicht noch ablehnen werden, aber irgendwann irgendein Unternehmen wird es trotzdem drucken oder wird es trotzdem nehmen. Und dann wird sowas auch in Anspruch genommen. Ich möchte ein Beispiel verweisen, das war die alternative Liste, die 1930 in West-Berlin gegründet worden ist. Und sich dafür groß geworden ist, weil sie den Volksentscheid gefordert hat. Denn aus der alternativen Liste sind später die Grünen, Bündnis Günther und die entstanden, also so eine Wortentwicklung, die wir heute haben. Und wir hatten sie halt irgendwie um den Jahreswechsel, der 1000-Wechsel 98, oder was wir da hatten, der Bundestag, die haben die Kirche dabei einfach nicht aufgekommen. Die haben also niemals mehr das Wort Verfassungsschutz Volksentscheid in den Mund genommen. Und ich glaube, wenn man dann einfach wirklich jede Woche immer neu beantragt hätte, darüber nachzusprechen, oder wieder neu eingebracht hätte, würde auch irgendwann die Bild aufgesprungen sein und hätte einfach danach gefragt, ob die ganze Fläche noch von dieser Mauer verbieten will oder nicht, wenn man das ständig ablehnt. Und ich glaube, da steckt halt einfach eine Sache drin, die wir unterschätzen, die wir wahrnehmen können, womit wir dann in Kleingruppen, in den Ortsgemeinschaften, in Räten einfach unsere nahe Umgebung sozusagen aufbauen und das halt verpassen, sozusagen echt verpassen und dann halt hätten die das alles zusammenführen. Jo. Dann halt tatsächlich dazu kommen. Also ich bin für eine Arbeitsgruppe zur Verfassungsänderung, um da halt wirklich konstruktiv zu arbeiten. Ich finde es nicht toll, dass ich ständig irgendwie Dinge aufschließe. Super, alles gut, macht nichts aus. Danke. Ja, danke. Ich danke wieder für diese praktischen Themen, darauf werde ich nachher eingehen. Jetzt muss ich wieder gucken, ich lese wieder einfach vor, was da steht. Jan, Fredi, Bernhard, Jo, Jutta, Finlay und Jea. Ja, ich glaube, du bist schon dran, ne? Ja, ich sehe aber auch noch Katz und die hört man gar nicht. Kein Mikro hat Katz, hier steht hier. Ah, ja. Und wen siehst du noch? Bibi. Ja, Bibi, wenn du auf die Liste möchtest, unbedingt mal kurz reinreden jetzt. Also Lea, wie los? Ja gut, dann antworte ich auf Carla ein bisschen. Also es ist keine Zeit mehr, definitiv. Es müssten jetzt extreme Notfallmaßnahmen wie zu Covid-19 durchgeführt werden. Und gleichzeitig ist die gesamte Weltdiskussion, auch im Internet vor allem, ist interessengeleitet. Ganz, ganz stark. Da wird gemanipuliert, zensiert, da werden Social Bots geschaltet im Amerikanischen, die dann irgendwo in Algerien sitzen oder so. Die Russen haben ihre Botfabriken. Die Medienwelt ist rein interessengeleitet und eine Folge des monetären Weltsystems, wo jeder den größtmöglichen Zugriff auf diese Mittel haben will. Was ich nicht verstehe, ist, warum niemand auf diesen Chor zu gehen scheint, anstattdessen die monetären Systeme quasi verändern will mit einer Wohlfühlstimme oder was auch immer, was es da gibt. Also meine Riesenfrage ist, warum sagt man nicht Politiker, Reiche, Superreiche, Arme, wir alle können unser Leben nur noch retten, wenn wir diese Einflüsse aus den Netzwerken rausholen, sowie aus allen menschlichen Gesellschaften. Und erst dann können wir dieser Katastrophe begegnen. Warum wird das nicht überhaupt erwähnt oder angeführt? Warum wird diese Kettenreaktion, die jetzt notwendig wäre, damit unterbunden? Das verstehe ich nicht. Alles klar, vielen Dank.
Ich hake da mal ein kurz, ja, yeah, also ich werde darauf eingehen, weil wenn du den Punkt so meinst, dass die Korruptionsfaktoren benannt und das Problem auch so in den Mittelpunkt gestellt und rausgenommen werden müssen, das ist genau das, wofür die freie Argumentekultur den Hebel ansetzen sollte. Aber näher erkläre ich das gleich. Du bist ja gleich dran. Dann. Ja. So, ich gehe jetzt nämlich direkt auf Kala ein und dann nochmal auf der Geist, weil die ganz konkret gesprochen haben, ja. Kala, Lobbykontrol. Das ist schön, dass der Autogipfel vielleicht verschoben worden ist. Wir brauchen doch aber eine Lösung, die grundsätzlich technisch Lobbyismus grundsätzlich unmöglich macht. Und das haben wir mit der Wohlfühlstimme. Deswegen haben wir ja 52 Jahre dafür gebraucht, so etwas zu entwickeln, weil es so schwierig war. Wie schafft man den Lobbyismus aus der Welt, das Gift, das Kapitalismus quasi? Ja, und das geht eben so, in dem Moment, wo die Wohlfühlstimme, ich nehme mal an, wir sind ein Lebensmittelkonzern und wir wollen die Julia Klöckner bestechen, ja, dass sie die Ampel verbietet und nicht macht, ja. Dann gehen wir hin und bewirken das, aber wenn wir jetzt die Wohlfühlstimme haben und jeder Hersteller von Zuckerwaren bemessen wird an den gesundheitlichen Schäden und den Wohlfühlstimmen Verschlechterungen, die seine Produkte bei den statistischen Kunden dieses Konzerns hervorrufen und der dann sozusagen praktisch keinerlei Verdienstzuschläge kriegt, während andere gesundheitsförderliche Konzerne diese Verdienstzuschläge kriegen großzügig, dann verschwindet der schädliche Konzern vom Markt und wenn er dann mit Lobbyismus die Politik beeinflusst, würde er sich ja selbst ruinieren. Also wird er ab dem Tag, wo die Wohlfühlstimme per Verfassung geht, ist der Lobbyismus am Ende und der Berufsstand des Lobbyisten wird einfach nicht mehr existieren. Die werden wieder Journalisten werden oder irgendwas anderes, aber dann ist grundsätzlich der Berufsstand des Lobbyisten beendet. Ja? Und wir brauchen diese grundsätzliche Lösung. Und dann, ich hatte nur noch ein paar Sekunden, ja, ausgelöste Bürgerräte haben das Problem, dass sie nicht die höchste Form der Effizienz sind. Sie sind effizienter als die Parlamente jetzt, aber nicht die höchste Form der Effizienz. Und Verfassung, Volksentscheid, habe ich schon gesagt, dass die Politiker das nicht dulden werden, dass die Volksentscheide über ihnen stehen werden. Also, wieder unbegrenzte Redezeit als Veranstalter. Danke, danke. Ja, auf Jea und Kala vor allem gehe ich ein. Also, wir müssen uns klar machen, wie stark ist die Fehlfunktion, die da drin steckt im Moment, oder die ich da anspreche. Denn davon kann man abhängig machen, ob man sagen kann, wir brauchen schnelle Ergebnisse, also überspringen wir das, oder es ist zu schwerwiegend und darf nicht übersprungen werden. Also ich vergleiche es mal damit, als hätten wir einen Bus mit lauter Schulkindern oder so, die irgendwo hingefahren werden sollen. Die Fragestellung im Vergleich betrachtet wäre, hat der Fahrer einen Führerschein, hat er eine Fahrkompetenz? Haben wir überhaupt diese Fahrkompetenz? Können wir das Steuerruder an jemanden geben, der eine verantwortbare Fahrkompetenz hat? Und dann wissen wir sofort, da ist nichts zu überspringen. Das würde auch keine größere Geschwindigkeit in den Verantwortungsprozess der Welt bringen, genauso wenig wie es eine Erleichterung ist, wenn man sagt, wir denken jetzt nicht groß nach oder diskutieren nicht und dadurch rennen wir immer wieder gegen die Mauer, statt zu gucken, wo die Tür ist. Und so ist die Qualität dieser Fehlfunktion. Also ich gebe Gia da recht, wir wissen eigentlich alle, das Steuerruder, mit dem der Bus der Welt gefahren wird, sind Lobbyisten für Partikularinteressen. Es ist nicht echte Demokratie. Es ist nicht ein Schauen nach den besten Argumenten zum Wohle aller. Es sind diese Splitterinteressen, die sich mit der Korruption hauptsächlich an Steuerruder gedrängt haben. Und da reicht es nicht zu sagen, ja, wir gehen hin und reparieren jetzt an dieser oder jener Stelle. Oder wie German Zero. Wir gehen hin zu Politikern und sagen, hier diese einzelnen Ökomaßnahmen, entweder die wird jetzt praktiziert oder nicht, und sonst werdet ihr nicht gewählt. Wir brauchen nicht die Verantwortung nur für einzelne Maßnahmen oder für einzelne Entscheidungen. Wir brauchen die grundlegende Verantwortungssteuerung als Basis des Ganzen. Und das muss möglich sein, da rein zu grätschen und zu sagen, Schluss jetzt insgesamt mit der bestimmenden Rolle von solchem Lobbyismus oder solcher Korruptionsfaktoren. Das wird jetzt durchbrochen und es wird durchbrochen vor allem eben mit so einer freien Argumente-Funktion, weil damit arbeitet der Lobbyismus und die Korruption natürlich als erstes, dass man am Steuerruder schon falsch einstellt.
Nicht, dass man hinterher nur mit viel Aufwand dagegen drücken muss oder so. Nein, wenn die an Steuerruder kommen, dann manipulieren sie natürlich am liebsten dort. Und da muss man ihnen das auch entziehen, diese Möglichkeit, dass man eben wirklich sagt, Schlussibus, hier wird jetzt völlig unkorrumpiert, nur nach einer Wahrheit oder Argumenten zum Wohle aller gegangen. Das ist die Grundsteuerung, wie durch die Tür gehen, statt gegen die Wände zu prallen. Das ist ein an Steuerruder für den Kinderbus zu setzen, der auch fahren kann, oder bei dem das verantwortlich ist. Und ich komme damit noch zum Punkt auch, was angesprochen wurde, eben die ausgelosten Bürgerversammlungen. Also wie gesagt, ich mache ja bei XR mit, bei Extinction Rebellion. Da gibt es ja die dritte Forderung, die solche Bürgerversammlungen einsetzen will. Aber, und das ist das Einzige, was aus meiner Sicht XR im Moment dann rettet oder dieses Konzept rettet, da steht, diese ausgelosten Bürgerversammlungen sind dann zuständig, Auswege aus der Klimakatastrophe und Konzepte für Klimagerechtigkeit zu entwerfen. Weil es gab einen Dokufilm über XR, wo der bekannte Harald Welzer eben sich hingesetzt hat und gesagt hat, die kritisiere ich, die sind demokratiefeindlich, die wollen die repräsentative Demokratie abschaffen und so. Völlig unmöglich, was die da machen. Und die sind zusätzlich noch dumm. Weil, warum sollen die ausgelosten Bürger denn verantwortlicher entscheiden als die Politiker, die jetzt als Repräsentanten eingesetzt sind? Warum sollen die nicht zu Ergebnissen kommen wie, wir wollen SUVs für alle? Und da gibt es zwei Gegenargumente, die man Harald Welzer dann sagen kann. Erstens, und das rettet im Moment den Ansatz bei Extinction Rebellion, die können nicht sagen SUVs für alle, weil sie haben eine bestimmte Vorgabe, eine Verantwortungsvorgabe für ihre Entscheidungsfindung oder Konzeptentwicklung. Und diese Vorgabe heißt Auswege und Verantwortlichkeit und so weiter. Und das andere ist, was ich natürlich dann hinzufügen würde, das rettet uns aber nicht auf Dauer, wenn die Leute nicht das Falsche entscheiden dürfen, obwohl sie es vielleicht gerne würden. Genauso wie die Repräsentanten als Politiker. Die wollen alle vielleicht am liebsten SUVs für alle entscheiden. Im Moment dürfen sie es nicht, weil es ist anders vorgegeben. Aber die wirkliche Lösung ist doch am Ende nur, dass sie aus Einsicht und Freiwilligkeit wirklich auch hingehen und wollen diese Verantwortung für alle oder fürs Ganze. Und nicht, weil ihnen da irgendwelche Eisenkugeln ans Bein gebunden werden, womit sie das Falsche dann nicht mehr so machen können. Und auch noch zur Verbindung, also Gea, wo du gesagt hast, ja, wir brauchen da den radikalen Ausstieg und die Wohlfühlstimmen reichen nicht. Ich sag mal, das, wo jetzt solche Wohlfühlstimmaktivisten dann wie Dylan und Radikalaussteiger sich dann die Hände reichen können. Guck mal, du kannst doch zu uns kommen, jetzt zu mir zum Beispiel, bei mir gibt es keine Wohlfühlstimmen und keinen anderen Umgang mit Geld oder Kapitalismus. Bei mir ist es so, ich bin ausgestiegen ohne Staat und Geld, die Lösung wäre die radikale Bonobo-Kommune, die aufgeklärte Bonobo-Kommune. Komm damit hin. Aber wir können von da aus ein Bindeglied zum Beispiel dann mit diesen, ich nenne es mal reformerischen Ansätzen von Dylan zum Beispiel aufbauen, indem wir sagen, wir werden natürlich nicht mit den Wohlfühlstimmen und dieser Abzählerei und dem Geld noch umgehen, aber wir können uns total verbinden mit Dylan und seinen Wohlfühlstimmenaktivisten beim Aufbau des internationalen Netzwerkes mit freier Argumente Kulturfunktion. Und da können wir so richtig powern. Aus unserer Einsiedlerhütte oder Bonobo-Hütte können wir mit über die Internetvernetzung oder vor allem die verwurzelte Internetvernetzung, die uns retten kann, arbeiten. Juhu! Ja, vielen Dank. Carla und Terra ist wieder, ja? Nacheinander. Alles klar. Genau. Ich bin sehr dankbar für diese ganz praktischen Themen, ja, auf die ich gleich eingehen werde. Ein Argument wurde, eine Sache ist mir noch eingefallen von der letzten Runde, und zwar mit den Argumenten. Finde ich vom Anhalt gesagt super, aber man muss natürlich dann auch überlegen, wie kann man gewährleisten, dass wirklich alle ihre Argumente vorbringen können. Nicht jeder ist so in der Lage, das auch so auf den Punkt zu bringen, was er zum Beispiel denkt. Nicht jeder traut es sich, es laut zu sagen. Nicht jeder hat zum Beispiel die Technik, je nachdem, welche Technik man will. Also das mit auf dem Schirm zu haben, weil das merke ich immer wieder, dass einfach Leute, die tolle Ideen haben, sich aber dann zum Beispiel nicht trauen.
Ich werfe mal in die Runde, Dylan, dass da jemand neu dazugekommen ist. Udo, mit nettem Hütchen. Der will vielleicht dann auch gleich was sagen und könnte mit integriert werden in die Liste. Aber ich glaube erst... Möchtest du auch in die Liste aufgenommen werden? Er ist noch gemutet, also Frage an Udo. Möchtest du in die Rednerliste mit aufgelistet werden? Ich bin hier gerade einfach am Zuhören. Insofern, im Moment fällt mir noch nichts ein. Alles klar, super. Super. Da ist jetzt Terra Istra. Jo, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ein Wunder, möchte ich auch schon fast gar nicht mehr sagen. Mir fällt einfach nur auf, dass wir unheimlich viel darüber reden, wie viele Dinge es bereits gibt und wie sie sich nicht verwirklichen. Und das ist für mich irgendwie entsetzen, weil ich seit Jahren einfach daran glaube, dass es einfach ständig nur von den Visionen, die es laufen kann, reden und wie es laufen kann, wenn ich dann das Bild vor Augen habe und davor von etwas rede oder das Bild vor Augen habe, wie es dann ist, dann ist es halt eine konstruktive Form der Energiefreisetzung und des Geschehens. Also ich bin unheimlich spammig, wenn Leute dann reden, was alles schlecht ist und hier und da, und so was werden was reden, was bereits passiert ist. Und aber auch da ist es auch tatsächlich realistisch. Wahrscheinlich ja über die Karten gibt, einfach als Arbeitsgruppe rausgeben, das Angebot und dann einfach gucken, was in den nächsten Monaten oder Wochen dann halt aufgrund der Situation einfach agiert und aufgrund der Anfrage, anstatt darüber nachzudenken, in diese Welt in Solarzellen zu investieren, hat man einfach eine bestimmte Gruppe nicht mehr erreicht und da wird sie auch nicht erreichen, weil denen das immer alles zu teuer scheint. Und ich glaube, das fängt alles bei uns selber an. Also wir reden darüber und solange wir nicht an unserem eigenen Balkon eine Solarzelle dran haben oder ein Windrad aufstellen, können wir viel reden und viel machen und so. Wir erreichen unsere Nachbarn, die wir hier verbreiten. Wir müssen uns allen, wir müssen einfach nur über uns anfangen und dann auf das grundsätzliche Lösung gehen, sind wir weg. Das ist definitiv die Realität.
global denken und global handeln. Das muss also eine Verbindung sein. Das geht auch wiederum nur über die Netzwerke. Dankeschön. Gut in der Zeit gewesen. Jetzt bin ich wieder dran und ich gehe auf Kana, auf Terraist und auf Gia ein. Ja? So, Gia, ganz kurz nur. Es war, unsere Forschung hat gezeigt, es war nicht die Evolution des Geldes, die uns das Genick gebrochen hat, sondern schon viel früher. Der Tauschhandel, der Markt an sich produziert einfach, dass jemand, der sich irrt und anderen Menschen schadet, einfach profitiert und riesen Profite macht, weil er, wenn er Zucker zum Beispiel verkauft, ist das viel billiger herzustellen, als wenn er süße Früchte ernten muss. Das ist total aufwendig. Also wer sich irrt und denkt, dass Zucker gut ist, der macht Profit. Und das ist ein Problem des Tauschhandels an sich, weswegen wir den lenken müssen. Dann Verfassungsänderung gibt es ja im Weltrat. Wir reden die ganze Zeit nur über Verfassungsänderung und so weiter. Und eine ausreichende Autarkie haben wir natürlich selbstverständlich auf dem Schirm. Das habe ich in einem meiner Videos, in meiner Sendung schon ganz am Anfang gesagt, dass wir jetzt sehen, dass wir viel zu wenig Autarkie haben. Ja? Bei Corona jetzt sehen wir das. Dann die Zeit für die Wohlfühlstimme ist immer. Also jede Person hat Zeit, sich zu fragen. Mein Bundeswahlleiter steht am ersten Tag eine 3 bis 4. Jetzt verliebe ich mich heute, dann gebe ich mit Bundeswahlleiter eine 3 minus durch, weil es mir etwas besser geht. Oder ich kriege eine Krebsdiagnose, dann gebe ich ihm eine 4 plus oder gar eine 4. Und dieses Feststellen, wie es mir geht, das kann auch die Frau, die arbeitet und den ganzen Kopf voll hat und im Supermarkt schnell mal in die Wahlkabine reinzugehen und eine veränderte Wohlfühlstimme abzugeben, das kann jeder sozusagen. Und dann, Bürgerräte sind unzweifelhaft besser als die Berufspolitiker, aber sie sind nicht besser für die Berufspolitiker, also werden die das ablehnen, ja, weil das für sie schlecht ist. Deswegen, wir müssen den Berufspolitiker genauso wie den Milliardär etwas anbieten, was für ihn besser ist. Und das ist die Wohlfühlstimme, weil dann die Wirtschaft auch seiner Gesundheit dient, seiner Lebensqualität, seiner Lebensfreude dient. Und wer will denn, wenn er ehrlich ist, nicht mehr Lebensqualität? Alle wollen doch mehr Lebensqualität. Ja? FF. Ja, danke schön. Ich greife mal kurz als kleine freche Bemerkung das letzte auf, was du gesagt hast, Dylan. Du hast gesagt, die Bürgerparlamente sind besser als die Berufspolitiker, aber sie sind nicht besser für die Berufspolitiker. Deshalb werden sie es nicht machen. Ja, aber was sagt das über die Motivation der Berufspolitiker? Sie gucken nach ihrem Vorteil, auch wenn es auf Kosten des Vorteils des Ganzen geht. Natürlich können wir versuchen, die jetzt zu dopen, dann, dass wir sagen, hier habt ihr auch eure Ersatzdroge oder was auch immer und damit geht es euch besser. Aber jeder von uns würde wirklich vertrauensvoll sich nur fühlen, wenn er das Steuerruder, also jetzt gerade für die Gemeinschaft, das Steuerruder für Gemeinschaft oder Gesellschaft, an Menschen gibt, die ihren eigenen Vorteil unterordnen würden, unter das, was das Wohl des Ganzen oder das Wohl der Gemeinschaft ist. Und dann nicht für egoistische Eigenvorteilsstreberei dagegen verstoßen würden. Also das zeigt nochmal, dass es wertvoll wäre, da diese ganz andere Verantwortungsreife und Verantwortungsmotivation in die Menschen reinzukriegen, vor allem in die, die eben am Ende an den großen Steuerrudern platziert würden. Und ich komme damit zu dem, was Carla gesagt hat. Carla, ich gebe dir da völlig recht. Das System der freien Argumentekultur muss eben bedenken, dass das ideologisch barrierefrei wird und technisch barrierefrei wird. Dass wirklich nicht Menschen geknechtet werden, dadurch, dass sie niemand mehr, die denken nur an ihr Essen, was sie nicht haben oder so, und nicht an irgendwelche Diskussionen. Die Alleinerziehenden kommen gar nicht dazu, sich in den politischen Meinungsbildungsprozess mit einhängen zu wollen. Die leisen Stimmen gehen unter im Dröhnen unserer Medien- und Lärmkultur. Natürlich, das sind alles Dinge, die wirklich mitbedacht werden müssen. Aber solange wir die nicht mitbedenken, haben die Verhungernden keine Stimme, kommen die Alleinerziehenden nicht mit ins Spiel. Und sind die leisen Stimmen überhört. Und das ist ja auch ein Problem. Dylan hat ja selber jetzt in den letzten Wochen als Problem beschrieben, da ist die Gruppe der Professoren, die entwickeln ein gutes Konzept. Aber wer hört darauf? Inwiefern wird überhaupt geguckt, welche Qualität es hat?
Und deshalb versucht er ja nun auch, Fridays for Future mit zu mobilisieren, schlicht weil die so eine Welle machen konnten, also weil die so einen großen Wirbel machen konnten. Oder die Politik hört natürlich auch auf Bill Gates, wenn der da eben sich dick aufbaut und so sich aufplustert. Was sind das für Kriterien, nach denen wir auf Argumente und Standpunkte gucken? Also richtig wäre am Ende, wir schaffen es wirklich, dass bei der Frage, wem wird wie viel Aufmerksamkeit geschenkt, also jetzt an Standpunkten, die Qualität, die Argumentequalität und die Qualität fürs Gemeinwohl einfach ist das, was zählt. Und nicht, wie weiter jemand in ein kräftigeres Megafon blasen kann als der andere neben ihm. Also das sind wirklich entscheidende Weichenstellungen, die wie das Steuerruder des Busses, des Kinderbusses oder des Menschheitsbusses unbedingt auf Verantwortlichkeit gestellt werden müssen.